Zug und Servette sind in den Startlöchern. Dann möge das Spiel beginnen. Die Zuger spielen im Checking bei Servette. Dann wird aber der Zuger Herzog angeschossen. Gens bleibt in Scheibenbesitz. Der Pass auf Hartikainen. Erste Top-Gelegenheit. Ohne Unterbruch. Jetzt kommt die Scheibe rein in die Gefahrenzone. Da wurde es, wo Omar wartet. Der Tanner Richard und Maurer mit dem Slapshot, aber vor dem Tor. Aber er hat ihn wieder in der Hand. Jetzt Vatanen für die Gäste. Er macht es alleine und schließt auch ab. Präsente Genfer hier entlang der Bande. Jetzt Zenteler. Und noch einmal die Zuger. Jetzt eine ganz gute Möglichkeit. Aber auch... Da läuft die Scheibe und Hineingabe und das Tor, das 1:0. Und wieder ist Hartikainen der Powerplay-Torschütze. Teemu Hartikainen schießt sein zweites Saisontor. Es ist wieder ein Powerplay-Tor, wie schon im ersten Match der Saison. Hier Richard mit dem Pass und Hartikainen mit der Vollstreckung. Die Zuger sind viel zu weit weg und lassen sich hier ausspielen. Noah Rotz. Die Eingabe und da kommt die Scheibe zu. Auch im zweiten Drittel ist Servette bislang die gefährlichere Mannschaft und hier hat Hanso. Maurer ist zurück von der Strafbank. Meier mit einem Abpraller und vor dem Tor hat noch Treffen, aber der Zuger hat es versucht. Simeon. Der Schuss. Und dann der Treffer vom EVZ zum 1:1. In der Mitte der regulären Spielzeit gleicht der EV-Zug aus. Sven Senteler erzielt sein erstes Saisontor. Simeon bringt die Scheibe aufs Tor, Meier mit dem Abpraller und Senteler mit dem Abstauber. Senteler kommt hier von hinter dem Tor nach vorne und steht goldrichtig, um den Abpraller zu übernehmen. Ausgerechnet Senteler trifft Elino Marcini an Hansson. Der Schuss, der Abpraller und O'Neill mit einem Knaller. Also ein hartes Geschoss. Blitzschuh-Einsatz von Tanner Richard. Das hilft Omar jetzt alleine. Und Cenoni hält. Der Schiedsrichter zeigt an, kein Tor. Die Scheibe war wohl irgendwo zwischen den Beinen von Cenoni. Hier noch einmal Tanner Richard. Schauen Sie sich dieses Zuspiel an, wie beim Fußball. Und Omar entwischt. Aber wird noch bedrängt und Cenoni. Gott, der ist flink und schnell unterwegs, zieht rein an allen vorbei und Tor! Noah Rotz mit dem 2:1. Wie schon im ersten Drittel trifft Servette auch im zweiten Drittel rund 1,5 Minuten vor dem Ende. Noah Rotz, der Mann hier, ist der Torschütze. Es ist sein erstes Saisontor und es war eine schöne Einzelleistung. Hier Filppula mit dem Pass. Etwas nach vorne gelegt, aber Rotz, er sprintet die Scheibe, sprintet an den Zugen vorbei und via Pfosten geht die Scheibe auch rein. Super gemacht und schauen Sie sich das an, wie Rott auf die Zähne beißt beim nach vorne laufen. Der hat hier diesen Treffer und hat keinen. Dann Henrik Tömmernes, der zieht auf. Tor! 3:1.
mit einem Doppelschlag erhöht Genf Servette auf 3:1. Henrik Tömmernes mit seinem zweiten Saisontor, der Topscorer, ist für den zweiten Powerplay-Treffer der Servettien heute Abend zuständig. Hier noch die Szene, wo Omark den Zuger zu Fall bringt. Da reklamierte das Publikum eine Strafe, die wurde nicht ausgesprochen. Stattdessen hämmerte danach Tömmernes die Scheibe rein. Und dieser Schuss passt perfekt. Genoni wird auf der Fanghandseite erwischt. Er greift Juris mit wichtiger Arbeit. Und dann gibt es sogar diesen Vorstoß. 1-0. Miranda Tor! 4:1. Shorthander. Der erste Shorthander der Saison müsste das sein. Marco Miranda auf jeden Fall mit dem ersten Saisontor. Wenig Genfer Fans, die sich freuen. Juris wühlt am besten und lanciert gleich Miranda. Der kann alleine auf Genoni losziehen und ist auch eiskalt bei der Vollstreckung. Und wieder lässt Genoni die Scheibe auf der Fanghandseite passieren, wie schon beim 3:1. Also. Dann Tor! Zehnter mit dem zweiten Zuger Tor. Zehnter Yannick heißt der Torschütze zum 2:4. Es ist sein erstes Saisontor. Die Strafe war gerade abgelaufen gegen Servette. Als Zehnter hier die Scheibe reinschießt, die Genfer zu weit weg. Und Meier wird auch auf der Fanghandseite erwischt. O'Neill. Die Zuger bringen die Scheibe einfach nicht in den Slot rein. Jetzt Marcini. Der hat eine Schussposition, aber der Countdown läuft. Und jetzt ist die Scheibe drin. Das ist die definitive Entscheidung. Das ist das fünfte Tor von Genf Servette. Wenig Fans, großer Jubel. Henrik Tömmernes ist heute Doppeltorschütze. Er hat das wegweisende 3:1 erzielt und jetzt auch das 5:2. Ein Schuss nach vorne. Und weil Genoni seinen Kasten verlassen hat, geht die Scheibe hier auch rein.